Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA hat es bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Trump in Pennsylvania einen Zwischenfall gegeben. Bei der Kundgebung war ein lauter Knall zu hören. Offenbar fielen Schüsse. Sicherheitsleute eskortierten Trump umgehend von der Bühne. Der 78-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut einem Sprecher geht es ihm gut. Donald Trump stand erst wenige Minuten auf der Bühne in Butler, Pennsylvania, als plötzlich laute Knallgeräusche zu hören sind. Der ehemalige Präsident geht in Deckung. Sicherheitsleute schützen ihn mit ihren eigenen Körpern. Augenzeugen zufolge wird Trump von einem Schuss gestreift. Er wird vom Secret Service abtransportiert und dabei gestützt. Mittlerweile soll er in Sicherheit sein. Kämpferisch reckt er die Faust in die Höhe. Seine tausenden Anhänger reagieren mit lautem Jubel. Diese Bilder sollen den mutmaßlichen Schützen zeigen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er umgehend getötet. Auch ein Teilnehmer der Veranstaltung soll ums Leben gekommen sein, ein weiterer sich in kritischem Zustand befinden. In einem schriftlichen Statement dankt das Wahlkampfteam von Donald Trump den Sicherheitsbehörden für deren schnelle Reaktion. Es ginge ihm gut und er sei zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Das Veranstaltungsgelände wurde umgehend evakuiert und die Bühne abgesperrt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sicherten den Ort des Geschehens. Präsident Biden war während des Vorfalls in einem Gottesdienst und hat sich bislang noch nicht offiziell geäußert. In Washington ist für uns Kerstin Klein. Es gibt Meldungen, dass der mutmaßliche Schütze tot sein soll. Weiß man schon mehr zu den Hintergründen? Ja, das hat der Bezirksstaatsanwalt bestätigt, dass der mutmaßliche Schütze tot ist. Auch ein Teilnehmer ist offenbar gestorben und ein weiterer Teilnehmer schwer verletzt worden. Zu den Motiven des Schützen weiß man nichts. Das ist ja auch noch alles recht frisch. Zuerst wusste man gar nicht, ob das überhaupt Schüsse waren. Das ist jetzt offenbar bestätigt. Und was die große Frage ist, was die Ermittlungen jetzt herausfinden müssen, jenseits dessen, wer der Schütze war und was seine Motive waren, ist die Frage, wie kam er dort rein? Denn Präsident Trump ist ja ein ehemaliger Präsident und nicht nur ein Wahlkämpfer. Und als solcher hat er Schutz durch den Secret Service. Auf so ein Gelände von so einer Wahlkampfkundgebung kommt man nicht einfach raus. Da sind hohe Sicherheitsvorkehrungen, da wird jeder kontrolliert. Und das sind jetzt eben die großen Fragen und die Ermittlungen, die leitet das FBI. Wie sind die Reaktionen auf das mutmaßliche Attentat auf Trump? Ja, die sind unisono in beiden politischen Lagern. Sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern kommen Statements, die zum einen sagen, dass sie froh sind, erleichtert sind, dass es Donald Trump offenbar gut geht und die zum anderen auch betonen, dass Gewalt in der amerikanischen Demokratie keinen Platz habe. Die politische Stimmung ist ja hier sehr aufgeheizt, aber doch scheinen doch Politiker auf beiden Seiten sehr entsetzt darüber zu sein und versuchen offenbar jetzt dieses Statement rauszubringen, um auch die Gemüter zu beruhigen, dass Gewalt hier eben keinen Platz hat. Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind offenbar auch erhöht, zum Beispiel hier in Washington am Weißen Haus, aber zum Beispiel auch in New York am Trump Tower. Da sind die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal erhöht worden. Und wie hat sich US-Präsident Biden geäußert? Ja, wir haben es gehört, der war im Gottesdienst, der ist in Delaware gewesen, in seinem Heimatbundesstaat, ist jetzt gebrieft worden von seinen Beratern, zum Beispiel vom Minister für Heimatschutz und hat eben ein Statement rausgegeben und sagt genau dasselbe. Er und seine Frau seien froh, dass es Donald Trump gut gehe und setzen sich eben auch gegen Gewalt klar in Position. Und wir hören, dass Joe Biden jetzt in Kürze auch tatsächlich vor die Kameras treten will und ein eigenes Statement geben will. Danke, Kerstin Klein in Washington. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 3.45 Uhr und ständig auf dem Laufenden sind Sie auf tagesschau.de. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.